Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diese Hundeleine und das Halsband dazu gebastelt habe. Zuerst nehmen wir ein Stück von der Wolle und machen da so eine Schlaufe rein. Dann können wir auch einmal die Hand nehmen, um zu schauen, ob das passt. Dann schneiden wir den Rest hier ab. Dann suchen wir uns hier einen Karabiner aus. Ich wollte jetzt einen Goldton haben und habe mich jetzt für diesen dunkleren Goldton entschieden. Wir nehmen zuerst aber noch so einen Ring und knoten die Wolle zuerst an diesem Ring fest. Den Rest wieder ab. Und dann müssen wir den Karabiner hier an dem Ring befestigen. Am besten ist es, wenn man da irgendwie so eine Zange oder so zum Zu- und Aufdrücken vom Ring hat. Die habe ich gerade leider nicht. Deshalb versuche ich das jetzt mit den Fingern. Ich habe hier aber noch eine Pinzette. Damit versuche ich das jetzt nochmal. Das funktioniert auch ganz gut. Jetzt ist die Leine an sich schon fertig. Wir brauchen aber noch ein passendes Halsband. Dafür nehme ich solche Gummibänder. Man kann aber auch wieder ein Stück Wolle dafür nehmen. Meistens muss man die dann auch zurechtschneiden. Und dann hier hinten so zuknoten. Das muss ich hier jetzt wahrscheinlich auch machen. Bei Lakritz hat das zum Glück einigermaßen gepasst. Es ist ein bisschen breit, aber es ist okay. Dann hat Lakritz genügend Freiraum. Und diese Schlaufe vom Knoten können wir gleich nutzen, um wieder einen Ring da ranzubringen, damit man den Hund dann anleihen kann. Sind Leine und Halsband eigentlich schon fertig? Aber damit wir unseren Hund auch wirklich immer wieder kriegen, wenn er mal weglaufen sollte, brauchen wir natürlich noch eine Hundemarke. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Einmal wäre eine Idee, Pailletten zurechtzuschneiden und dann einen Draht durch das Loch zu ziehen und den dann zu. Und den Draht dann zuzumachen, zuzubiegen.
Oder man nimmt solche kleinen Strasssteine und klebt die vorsichtig mit Heißklebe oder normalem Bastelkleber hier dran. Allerdings gehen die meistens relativ schnell wieder ab. Was bei mir bisher am besten funktioniert hat, waren einmal solche kleinen Deko-Elemente. Und zwar habe ich das so gemacht. Habe ich das so gemacht, dass ich solche Stecknadeln genommen habe. Und dann steche ich ganz vorsichtig hier immer wieder rein. Am besten nehmt ihr da eine Unterlage, damit ihr nicht, wie ich gerade, den Tisch zerstochert. Passt aber bitte wirklich gut auf eure Finger auf. Diese Nadeln sind echt spitz. Ich habe hierzu eine Spule Silberdraht. Probier mal aus, ob das Loch schon groß genug ist. Puh, das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt habe ich es geschafft. Das Herz hier durch den Draht zu kriegen. Und dann wickeln wir dieses Stück Draht dem Herz an die passende Stelle um das Halsband und schneiden das Überschüssige ab. Drücken das auch noch mal ordentlich fest an, damit sich da niemand piekst oder das vielleicht sogar den Hund zerkratzt. Und fertig ist die neue Hundeleine und das neue Halsband. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.